Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Infection Free Zone. Ja, wir haben das letztes Mal gespielt, als es noch nicht draußen war, sondern einfach so eine Testversion noch war. Und dadurch, dass Jurassic World Evolution 2 die Story eine relative Katastrophe geworden ist, haben wir dafür schauen mal wieder hier rein. Ich würde mit euch ein neues Spiel starten. Partitia Italien empfehlen sie mir hier. Holy shit, ist das übel. Startbereich aus, wie kann ich zurück? Ach komm, ich war... Los Christos, Adeje. Muss ich gerade nur den Flughafen. Ich glaube, der Flughafen war hier unten eigentlich. Das ist das Flughafengebiet. Ich war hier nicht erst auf der Insel hier Urlaub machen. Naja, ich habe mal Urlaub hier gemacht. Hier oben ist Santa Cruz, das ist die Hauptstadt. Wenn ich mich nicht irre. So, warte mal, lass mich kurz gucken. Hier hinten fährt man lang. Ich bin echt überlegen, ob wir das so machen. Wir können natürlich auch die übelsten Gebiete nehmen. Oh, warte mal, wo war das? Der Tierpark? Der Robotik. Puerto de la Cruz, genau hier. Jetzt lass mich kurz überlegen, wo der Zoo war. Da war der Zoo. Ich überlege, ob wir gerade hier starten. Puerto de la Cruz war eine coole Stadt, muss ich sagen. Also fand ich echt. Und hier unten war der Zoo, wo ich war. Vielleicht starten wir so, dann haben wir oben das Gebiet, also dieses Industrie, ich glaube, das ist kein Industriegebiet, sondern das ist ein Einkaufszentrum und haben unten den ganzen, das ganze Standgebiet noch. Machen wir das so, Puerto de la Cruz. Wir starten in Puerto de la Cruz. Wir lassen alles auf 1. Tutorial-Ereignisse würde ich nicht machen. Story-Ereignisse. Obwohl, das würde ich lassen. Vielleicht ein bisschen mehr Ressourcen fürs erste. Anzahl Horden ein bisschen. Lass mal so, würde ich sagen, oder? Lass mal es mal so, würde ich sagen. Ach, guck mal, ich kann hier. Ah, oh, nice. Ja, wir wollen aufbauen. Ah, ja, ja, es gibt... Machen wir es so. Hat ein bisschen was von der ersten Ordnung. Ne, ich mag das schon so. Confirm. Let's Play nehmen wir, das Zunahme ist Let's Play Survival. Wie, wir sind beim, warum sind wir jetzt beim Mittel? Achso, und dann gehen wir auf Start. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Also ganz ehrlich, ehrlich gemeint. Weil ich mir nicht sicher bin. Hoppala, da ist mein Handy wieder laut geworden. Ich bin gespannt. Weil jetzt ist es ja voll draußen. Das tut dich nicht versuchen, irgendwann einfach umzubringen, weil du, weil es zu spät ist, sondern es checkt halt, dass du, oder du kommst halt weiter. Du hast halt, ich hätte halt gern, dass einfach sozusagen du keinen fixen Endspielbereich hast, wie wir jetzt haben. Wir haben ja nur 9 Felder insgesamt. Deswegen mache ich so ein bisschen verschoben noch. Ich finde es cool, wenn du sagen könntest, ich starte hier und kann mich einfach ausbauen. Is gone. Genau. What we called the mad virus appeared out of nowhere. The mad virus. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. Ja, der hatte nur Hunger. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones.
could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. New York könnte heftig sein. Stell euch mal vor, in New York zu zocken. Holy shit. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. Ja, schön im Untergrund. So long, we waited for any signal. For any info that a cure had been found, that the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. Where's his head? Come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. So. Was ist, jetzt sind wir in der Stadt gewesen, ne? Das ist jetzt die, genau. Wir haben nicht, leider nicht mehr, glaube ich, wie das hier. Nein. Ich will nur gucken. Das finde ich schade. Ich würde halt gerne dann hier hinten noch ein bisschen ausweiten. So, schau mal. Ich kann natürlich dieses Hauptquartier hier, die Baracken machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen Overkill. Ich muss nur aufpassen, dass ich das richtige Gebiet gerade nehme. Und wo wir als erstes starten? Ich würde jetzt sagen, wir nehmen das hier. Weil hier können wir außenrum das Ganze relativ schnell einnehmen. Ah ja. Das ist halt die Sache. Du müsstest eigentlich schauen, dass du eine schöne Gruppe kriegst. Wo du ein bisschen Schutz hast vor den Horden. Aber wenn ich hier drin anfange, ich sag euch, dann geht die Welt unter. Wenn irgendwas ist um die Ecken, dann sind wir halt schnell eingekreist. Diamanten-Suite. Es ergibt alles ein bisschen Sinn. Das war bloß bei mir ausgetrocknet, als ich da war. Und der Zoo war hier. Das war der Zoo. Hier hinten waren die Orcas, die Pinguine und alles. War schon cool. So, ich muss mich jetzt aber entscheiden, wo wir starten. Vielleicht ist die Ecke, die wir gerade hatten, doch gar nicht so schlecht. Wo war sie denn? Jetzt habe ich sie ernsthaft verloren. Mein Scheiß Ernst. Was hatte ich denn vorhin gesagt? Was wir nehmen. Hier war doch diese eine Ecke Häuser, die ich gut fand. Ach, das war die hier, oder? 10. Das passt ja fürs Erste, genau. Wir nehmen einfach das Hauptgebäude. Bestätigen. So. Dann lassen wir gleich mal Holz sammeln. This is the infection-free zone. Please respond. To all forwarders, the infection is in the... Seek others and rebuild. Can you hear me? Huh. This, the infection... Go in there. Seek others and rebuild. Somebody there? This... Kanon umschalten. Chief, this is the same transmission we received before, but the signal is even weaker. Vielleicht können wir das dann einnehmen danach als Wohngebiet. Dann immer so Abgebiete
local library or university would be a good place to search for information on how to make it work. Let's go there. Das ist die... Okay. Ich glaube, wir haben hier schon ein paar erste Sachen gefunden auch. Was natürlich gar nicht schlecht ist. Das kann ich alles schon bauen. Ich brauche ja echt... Clear. Holzturm? Metallturm. Ja, einen Metallturm kann ich mir sicher nicht leisten. Ah, das wäre so mal die erste Idee. Ist da viel drin oder was habt ihr... Oh, Essen ist da viel drin. Das wären so die nächsten drei Gebäude, die ich absuchen würde. Kann man aus dem hier Sammelmetall? Yes, kann man. Nice. Wenn ich hier sage Sammelmetall, kriege ich hier was auch noch? Ah, scheiße, ist immer noch Essen drin. Also die sammeln jetzt ganz ordentlich. Also hier eins, das sind Ziele, das ist die Forschung, die wir machen können. Medizinische Verborgung, Waffenproduktion, Werkzeugfabrik, Landwirtschaft. Das wird eine Sache sein, die wir relativ bald machen müssen. Spiel wieder fortspielen lassen. Ich sag nicht gesagt aufhören. Ich hoffe bloß, dass bald der Baum fertig wird und alles. Erstmal die Bäume hier außenrum auch noch aufjagen. Sieben Leute sind noch frei. Dann sammeln wir noch Holz hier hinten, bitte. Stück für Stück nicht die Bäume jetzt abreißen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Mal schauen, dass wir genug Holz haben und alles. Ja, perfekt. Erstmal ein bisschen Sicherheit machen. So, okay, das ist das erste Stück Mauer. Warum hier eine Mauer? Grundsätzlich einfach mal, damit wir eine Seite absichern können. Danach hier vorne, hier hinten rum. Wir müssen überlegen, ob wir das noch mit reinnehmen. Aber dann haben wir halt schon wieder ein Riesengebiet. Ich würde das gerne abgrenzen einfach. Und das sozusagen unseren Bunker nennen. Bitte das untersuchen. Dann arbeiten wir uns langsam zum Funkturm vor. Wenn es gut läuft, können wir dann bald auf dem hier Backsteinwand. Das ist gleich so Zone vor Infizierten zu stützen. Metallzaun, hauptsächlich aus Metall. Und da steht da eine dauerhafte Verteilungsstruktur, um die Zone zu Infizierten zu reinigen. Das ist natürlich schon geil, ne? Schau, ein Feld passt zum Beispiel hier vorne hin. Dann kann ich daneben dann auch noch ein Feld packen. Also es ist gesichert von unserer Seite aus. Zurückkommen. Ein Unbekanntes haben wir mit, okay. Dann wird jetzt mal die Nacht anbrechen und ich bin gespannt, was passiert. Wie viel Metall kriegt man hier raus? Gar nicht so viel, wie ich gehofft hätte, ne? Erstaunlich. Also mich interessiert, wo kann ich Ziegel sammeln? Ich kann wahrscheinlich hier dann Ziegel sammeln, oder? Aus den Gebäuden. Ach ja, da sind jetzt zugewiesene Mitarbeiter drin. Das ist schon mal gut.
Wenn die Mauer dann morgen noch weiter fertig wird, dann sind wir natürlich noch besser dran. Das kostet natürlich. Haben wir unter Kontrolle, jawohl. Nice. Wie viel Holz haben wir aktuell? Ja, wir müssen halt noch mehr Holz sammeln. Das ist. Wo? Heute euer Ziel? Ich hätte gerne vielleicht auch Ziegel. 20. Nice. Stück für Stück wird das Ganze fertig. Ich dachte, ich habe irgendwas gehört. Clear. Nee, aber auf jeden Fall denke ich, ist das jetzt hier ein guter Weg. Complete. Wir haben zum Glück Arschels, haben sie das Metall gesammelt. Wir müssen halt sowas wie die Autos einfach als Sammelort nehmen. Ist natürlich auch wieder eine gewisse Gefahr, weil einfach natürlich in dem Fall die ganzen die Leute sich von unserem Gebiet entfernen. Let's do it. Construction ready. Wenn wir dadurch ein bisschen mehr exposed sind. The people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. Ja, super. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. We'll be ready. Wir bereiten uns vor. Haben wir das auch schon leer gemacht? Holy shit, okay. Wie schaut es hier mit den Vorräten aus? Getreidesack haben wir schon ein paar, wie es ausschaut. Und Stück für Stück bauen wir unsere Mauern hoch. Ich würde einfach nur mal gerne wissen, wie viel so eine Backsteinwand kostet, wenn ich die von hier nach hier ziehe. 40. Aua. Okay. Wir müssen relativ viel Backstein herfinden. Gebäude abbauen durch die Dekonstruktion. Sowas wäre schlau. Area cleared. Area cleared. Bestimmte Gebäude einfach abreißen. Was ist das? Machen wir jetzt mit dem hier. Stück für Stück abbauen. Building work done. Hier arbeiten schon Leute drauf. Weißt du was? Das brechen wir ab. Hier kommen noch mal ein paar Leute rein. Weil damit sammeln wir jetzt natürlich ordentlich an Zeug und auch vielleicht an Ziegel. Das uns natürlich mega helfen würde. Wie viel Metall hätten wir denn rein theoretisch? Das würde fast unser komplettes Metall kosten. Wäre aber natürlich, wenn wir hier von hinten reden, vielleicht gar nicht blöd, den aufzurichten, ne? Machen wir sogar. Das machen wir jetzt. Lassen wir mal so die Zeit ein bisschen vorspulen. Weil das wird ein bisschen dauern, bis alles hier weitergeht. Construction complete. Construction ready.
our building. Los, Leute, los, los, los. Gut. Wie weit haben wir dich schon abgebaut? Noch nicht weit. Mein Ziel wäre sozusagen vielleicht die Seite schon mit Ziegeln zu machen und dann das Stück für Stück die Mauern auszutauschen. Ich hätte gern das als innere Zentrale jetzt schon fest. Also wenn wir es uns leisten können, das auszubauen, why not? Ne? Gut, okay, dann. Vorspulen der Nacht und schauen, was passiert. Wir reißen das da drüben einfach ab. Expandieren nach hier. Das heißt aber, wir können rein durch die Gebäude abreißen. Um später das als Wohngebiet hinzuzufügen. Dann reißen wir vielleicht hier in der Mitte zum Beispiel wieder ein Gebäude ab, was dann Turm wird und so Zeugs. Ah, Horde. Dann lass es mal morgen werden. Oh Gott, dann wird okay, sie greifen jetzt den an. Das müssen wir ja rein theoretisch den angreifen, ne? Holy shit, okay. Okay. In one of the houses, we killed two extremely fierce infected. Once they were down, we noticed that there was a child in there. A living, infected child. Must have been no older than three. It ran on all fours like an animal and jumped into the sewers before we could get it. Okay. For the love of God, if they can multiply. I don't even want to think what's gonna happen. Na, das wollen wir nicht. Let it go. Poor kids suffered enough. Na schau, jetzt kriegen wir auch viele Metalle, das ist super. We finished construction. Wie viel Steine haben wir schon? No room for resources. Müssen wir vielleicht das als Lager aufbauen, ne? Lager. Wir reduzieren mal hier die Mitarbeiter. Going there. Receiving. Also jetzt holen wir die restlichen Waffen noch. Also wir werden jetzt trotzdem. No free space in warehouse. Schon mal hier eine Backsteinwand draus machen. Adaptation done. So, okay. Und dann sollten wir das hoffentlich hinkriegen. Building complete. Time to sleep. We are out of resources. Tomorrow's another day. Not good. Warum kann ich den jetzt nicht eigentlich auffüllen? Reporting. Jetzt kann ich auffüllen, gut. Hier sind zwei drin, hier sind zwei drin, hier sind auch zwei drin. Rein theoretisch ist das der stärkste Teil unserer Verteidigung. Dieses Mauerstück. Da ist schon alles Holz raus und jetzt kommen dann die Ziegel. Und mit den Ziegeln können wir das hier zumachen. Da werde ich gleich dann hier vorziehen, dann hier. Hier einen Turm noch hin, hier einen Turm und da den Eingang. Was welchen denn?
Anlass, die Infizierten in der Nacht drin zu bleiben. The work ain't gonna wait for us. Let's get to it. Receive it. Going there. Let's do it. Let's do it. Construction ready. Okay. Meinen die, weil wir jetzt nicht genug Ziegel haben, oder was? Das sollte ja alles. Get ready. Sir, would... Okay. Approach them friendly. Waiting orders. We're on the move. Warten die darauf, dass die uns plündern können, oder was haben die vor? Construction ready. Building work done. Construction ready. Es wird später, okay. Building complete. Dann bauen wir jetzt hier noch einen... So, okay. We need a workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there too. Let's build a research center and assign the most technical minds there. Machen wir dann. Okay. Let's do this. Hostiles inbound. Holy shit, da kommt mit mir, okay? Natürlich kommen die diesmal aus der Richtung, in der ich noch nicht so verteidigt habe. Aber da vorne kommt auch einer. Holy shit, warum geht denn die Mauer so extrem nieder? Ich hätte gedacht, die Mauer ist so was wie unbezwingbares Fort Knox. Holy shit. Gut, wir warten jetzt bis Mitternacht. Und denn, Leute, ich bin der Meinung, wir haben für jetzt schon relativ gute Arbeit geleistet. Ich finde es cool, dass du die Gebäude zerstören kannst, denn somit können wir jetzt natürlich Ziegel sammeln, mit der wir die Mauer hier noch zumachen können und dann vielleicht Stück für Stück auch Teile austauschen oder reparieren können. Und dann werden wir hier drin unsere Society langsam wieder aufbauen. Aktuell haben wir ja schon die ersten Getreidesäcke zu sammeln, dann für die Küche und alles drum und dran und werden dann uns hier drin ein richtig schönes Gebiet aufbauen. Ich hoffe, es gefallen, wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr euch habt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.